Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Drechsel-Video. Lange haben wir hier auf dem Kanal nichts mehr gedrechselt, das wird sich aber mit dem Video ändern. Heute werde ich dir mal zeigen, wie ich hier diese vorgedrechselte Schale fertig mache, so dass man sie halt auch eben ideal für Salatschüsseln oder halt eben benutzen kann. Da werde ich dir alles zeigen, was man machen muss, damit hier dieses vorgedrechselte Stück Holz am Schluss ein sehr, sehr schönes Teil für deine Wohnung wird. Aber hier im Hintergrund siehst du schon eine Kleinigkeit, die neu ist. Hier neben mir siehst du auch drei Drechselbänke. Um die soll es heute nicht gehen, aber hier soll es nur die kleinen Informationen geben. Mittlerweile ist endlich alles fertig, was ich vor mehreren Monaten angesprochen habe, und zwar sind es die Drechselkurse. Du kannst jetzt einen Kurs bei mir buchen, da zeige ich dir, wie man halt eben drechselt. Da hat jeder seine eigene Drechselbank, sein eigenes Drechselwerkzeug und. Ich kümmere mich da halt eben um alles. Es waren auch mittlerweile schon einige da, die den Kurs besucht haben, und ich würde mich freuen, wenn du das auch tun würdest. Unten in der Videobeschreibung findest du, wie gesagt, ein paar Informationen. Wahrscheinlich wird es in den Ferienzeiten öfters Kurse geben. Das heißt, wenn du in den Ferien Zeit hast, dann schau auch da unbedingt in die Videobeschreibung. Gerade unter der Woche werden sie dann vielleicht ein bisschen vergünstigt sein, aber die Informationen findest du dann halt eben auf der Webseite. Zuallererst benötigen wir hier mal ein großes Spannfutter, damit wir erstmal den Boden wieder richtig rund drechseln können. Hier sieht man noch ganz deutlich, dass wir extreme Ausrisse haben. Um die müssen wir uns später kümmern. Und bis jetzt sind wir auch noch nicht ganz rund mit der Schale. Das sehen wir hier ganz gut. Das müssen wir erstmal wegdrechseln, damit wir eine runde Form haben. Lindenholz ist ziemlich anspruchsvoll zu drechseln, zumindest mal die Stücke, die ich hier habe. Weil der Baum ein bisschen komisch gewachsen ist, ist er in die eine Richtung sehr schnell gewachsen, weswegen da die Jahresringe noch weiter auseinander liegen als bei anderen Stücken, die ich bis jetzt gedrechselt habe. Das ist aber auch kein großes Problem. Ich habe hierfür nämlich ein richtig praktisches Schleifwerkzeug, damit man auch solch anspruchsvolles Holz sehr einfach schleifen kann. Und zwar ist das in diesem Fall mein Schleifgriff. Da braucht man noch keinen Akkuschrauber, keine Elektronik. Mit dem kann man wirklich sehr effektiv und auch teilweise ein bisschen aggressiv das Holz gerade in den ersten gröberen Schleifdurchgängen sehr effizient schleifen. Das siehst du jetzt auch an dem Beispiel. Wir sehen hier jetzt noch ein paar feine Ausrisse, und die können wir jetzt sehr einfach wegschleifen. Linde ist natürlich ein sehr schlichtes Holz, aber die Schönheit liegt hier auf jeden Fall in der Maserung. Wir sehen hier jetzt auch überhaupt keine Ausrisse mehr. Die Oberfläche ist jetzt schon schön samtig, und jetzt können wir einfach die ganzen feinen Schleifstufen einfach durchschleifen. Ich werde das jetzt zwischenwässern, damit die Oberfläche auch langfristig schön glatt bleiben wird. Gerade weil wir hier sehr aggressiv geschliffen haben, schadet das hier nicht. Die Außenseite ist jetzt wirklich ideal geschliffen, und zum Beweis nochmal, dass das jetzt nur hier angedrückt die ganze Zeit war, werde ich es jetzt auch direkt mal nochmal ausspannen, und jetzt kann ich es nämlich direkt nochmal ins Spannfutter einspannen.
So, unsere Holzschale ist somit fertig gedrechselt und fertig geschliffen. Aber damit nur die Innenseite und die Außenseite. Natürlich stört jetzt unten noch dieser Zapfen, den wir jetzt auch noch entfernen müssen. Und da werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das hier ohne viel Zusatzwerkzeug an dieser Drechselbank mache. Die Holzschale ist fertig und ich bin richtig happy, wie sie geworden ist. Ich werde sie da mal im Detail zeigen. Eine extrem gleichmäßige Rundung bis unten auf dem Boden. Wir haben einen sehr, sehr dünnen Boden. Die Außenseite sieht auch richtig schön aus. Ihr seht auch übrigens hier, dass man gar keine Reste mehr sieht von irgendwelchen Spannmarken, weil das haben wir komplett weggearbeitet. Das hier ist jetzt ein bisschen Staub von der Werkbank. Und das ist eine richtig schicke Schale, in der ich jetzt in Zukunft, wenn ich wieder einen Drechselkurs habe, an dem auch du vielleicht das nächste Mal dran teilnimmst, die Brötchen reinlegen kann. Das war nämlich genau die Intention dahinter. Bei einem Drechselkurs kann man die Brötchen natürlich nicht in irgendwie eine Schachtel oder so oder irgendwie so ein Körbchen legen. Da braucht man natürlich eine schöne Holzschale, damit das Ganze auch authentisch ist. Also, wenn du dich für einen Drechselkurs interessierst, schau sehr gerne in die Videobeschreibung. Wie gesagt, es wird mich sehr, sehr freuen. Und jeder, der bis jetzt hier war, ist mit so einem Grinsen rausgegangen. Und genau, alle Informationen, was wir drechseln, was alles in dem Kurs beinhaltet ist, wann das Ganze stattfindet und vor allen Dingen wo, findest du unten auf meiner Webseite. Das Finish, die Drechseleisen und vieles mehr findest du außerdem auf meiner Webseite. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du auch schon mal Lindenholz gedrechselt hast. Ein bisschen anspruchsvolleres Holz, je nachdem welches Stück man bekommt, aber wenn man sie fertig hat, ist es eine sehr, sehr schöne, schlichte Schale, die man sehr, sehr lange benutzen kann. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!